Na, geht's am Wochenende wieder zum Skifahren? Da kommt das Wetter an. Sehr verehrte Kunden, unsere Geschäftszeit geht für heute zu Ende. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir ab dem nächsten Wochenende bis zu Weihnachten an jedem Samstag durchgehend bis 18 Uhr geöffnet haben. Wir wünschen Ihnen und unseren Mitarbeitern, die in einer halben Stunde ihren Arbeitstag nehmen, einen angenehmen Nachhauseweg. Auf Wiedersehen und vielen Dank für Ihren Einkauf. Kann ich Ihnen helfen? Ich nehme den hier. Komm uns bitte mit zur Kasse. Sehr verehrte Kunden, unsere Geschäftszeit geht für heute zu Ende. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir auf dem nächsten Wochenende bis zu Weihnachten jeden Samstag durchgehen. Einen angenehmen Nachhauseweg. Auf Wiedersehen und vielen Dank. Sie sehen Kunde, nicht wahr? Dann haben Sie sich geirrt. In dieser Etage gibt es nur die Büros. Versuchen Sie nicht, Alarm auszulösen. Herr Gerhard, geben Sie mir alles Geld. Die anderen rüber an die Wand. Nun machen Sie schon. Telefon. G.
Gehen Sie rüber zu den anderen. Sie geben mir jetzt 10 Minuten Zeit. Ich habe in Ihrem Kaufhaus eine Bombe versteckt. Sollten Sie den Alarm früher auslösen, werde ich die Bombe elektronisch zünden. Was dann passiert bei all den Menschen, die jetzt noch im Haus sind, können Sie sich hoffentlich vorstellen. Wir müssen warten. Bleibt uns gar nichts anderes übrig. Was hätte ich denn tun können? Natürlich hatte ich Angst. Aber dann war doch die Drohung mit der Bombe. Die vielen Menschen. So wie der Kerl aussah, war das nicht nur ein Trick. Wollt ihr auch einen? Entschuldigung, ich war beim Zahnarzt in der Klinik. Die haben mich nicht gleich gefunden. Das macht nichts. Was? Wieso macht das nichts? Ach, das ist sowieso alles ganz einfach. Der Mann da, der hat sich oben in der Kasse 1,2 Millionen geholt. Mit einem Koffer. Und der Herr da drüben, der wollte ihn aufhalten. Das ist der Hausdetektiv. Und da hat der Mann die Pistole gezogen und da hat der Hausdetektiv geschossen. Der Punkt ist nur der. Der Koffer mit dem Geld ist weg und der Hausdetektiv weiß nicht, wo er geblieben ist. Herr Kollege, haben Sie die versteckte Bombe gefunden? Wir kämmen alle Etagen durch, bis jetzt noch nicht. Das würde mich auch sehr wundern, wenn Sie die finden würden. Bei der Suche müssen wir auf jeden Fall. Das ist klar, natürlich. Hat man den Toten identifiziert? Ja, das war ein Amerikaner. Ich meine, einen amerikanischen Pass. George Wandre heißt er. Was ist? Also etwas irritiert mich. Der Hausdetektiv hat die ganze Trommel von der Smith und Wesson in ihn reingeschossen. Tut's weh? Ja. Ich muss auch bald hin. Na, dann wollen wir mal. Was haben wir heute für einen Tag? Samstag, der 12. 15 Uhr und 31 Minuten. Das ist uninteressant, aber Samstag, Feierabend, denkst du nicht? Herr Mulder, wollen wir uns mal unterhalten, ja? Gehen wir mal nach oben. Wenn es wirklich stimmt, dass der Mann Amerikaner ist, dann werden wir übers Wochenende nicht viel über ihn rauskriegen. Na, Herr Mulder, wie geht's denn? Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber die Pistole am Hals. Ich bin kein Held. Nee. Das kann man bei Ihrem Gehalt doch gar nicht verlangen. Aber wissen Sie, was ich bei dem Überfall denke, Herr Mulder? Nein. Mir ging das alles zu glatt. Auf jeden Fall, entschuldigen Sie bitte, brauche ich eine Revision der Buchhaltung. Zwar gleich am Montagmorgen. Und bis dahin bleiben die Unterlagen unter Verschluss.
Übrigens, alle Leute auf dieser Etage sind hier geblieben. Sie waren draußen. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld mit uns, besonders am Samstagnachmittag. Ich bitte jetzt diejenigen, mit Ausnahme der Herrschaften, die im Kassenraum waren, die Hand zu heben, wenn sie den Täter vor dem Überfall oder nach dem Überfall gesehen haben. Nein? Sie brauchen nicht rot zu werden. Ich werde nicht rot. Entschuldigung. Weil Sie jetzt alles noch ganz frisch im Gedächtnis haben, werden wir Ihre Aussagen gleich protokollieren. Getrennt die Herrschaften bitte, die bei dem Überfall im Kassenraum waren, in Ihrem Büro. Und die anderen Damen und Herren von dieser Etage bitte drüben in der Registratur. Hm? Ich glaube, ich habe ihn auch gesehen. Ja? Ich bin gerade von der Toilette gekommen. Vorhin. Dann gehen Sie bitte auch in die Registratur. Ja, mache ich. Herr Molde, sicher nach Hause fahren. Aber nehmen Sie ein Taxi, fahren Sie nicht selbst. Wer das denn nicht mehr gebraucht? Meine Aussagen sind vielleicht die wichtigsten. Es hat aber bis morgen Zeit. Sie müssen einen ganz schönen Schock weg haben. Nehmen Sie keine Rücksicht, ich stehe zur Verfügung. Ich bestehe sogar darauf. Gut, dann gehen Sie in den Kassenraum. Und wir zwei beide, wir fahren ins Präsidium. Warum fragen Sie mich nicht? Wonach? Warum ich Sie mitnehme? Sie werden Ihren Grund haben. Kaufhausdetektiv. Da müssen Sie doch eigentlich nur aufpassen, dass möglichst wenig geklaut wird. Haben Sie denn überhaupt die Berechtigung, eine Waffe zu tragen? Ja, das habe ich. Manchmal bewache ich auch den Geldtransport. Ich kann Ihnen nachfühlen, wie Ihnen ist. Wenn man jemand... Seien Sie es ruhig, erschossen hat. Wollten Sie schon immer Detektiv werden? Nein. Ich wäre lieber zur Polizei gegangen. Warum sind Sie nicht gegangen? Sie konnten doch eigentlich von dem Überfall gar nichts wissen. Als Sie den Täter sahen, da war der Alarm doch noch gar nicht ausgelöst. Ich war ganz zufällig da unten im Flur. Das habe ich vorhin vielleicht nicht ganz korrekt ausgesagt. Ich habe nicht versucht, den Mann aufzuhalten. Dazu war keine Zeit mehr. Der Mann ist mit dem Rücken zu mir aus dem Lift gekommen. Da muss er mich irgendwie gespürt haben. Er drehte sich um. Ich stand so etwa 10 Schritte vor ihm. Ganz automatisch habe ich eine Bewegung nach meiner Waffe gemacht. Und er blitzschnell reagiert und gezogen. Aber irgendwie hat er seine Waffe nicht gleich herausbekommen. Schneller geschossen. Erst danach habe ich den Koffer gesehen. Als er gestürzt war, er lag am Boden. Da war auf einmal so eine Panik in mir. Ich bin nur da gestanden. Eigentlich wollte ich hin zu ihm, aber ich konnte es nicht. Da kam Gerd Meester angelaufen, einer unserer Wachleute. Arzt, Polizei, Krankenwagen habe ich gerufen. Wir haben ein Telefon gesucht, in einem offenen Büro war eins. Soll Alarm geben, habe ich Meester gesagt und bin gleich darauf zurück zu dem Mann. Noch habe ich geglaubt, vielleicht ist er nur verletzt, braucht Hilfe. Mit mir zusammen ist der alte Hagen angelaufen gekommen, auch ein Wachmann. Er hatte die Schüsse gehört. Erst jetzt ist mir aufgefallen, dass der Koffer weg war. Aber warum haben Sie die ganze Trommel von der Schmidt und Wessen in ihn reingeschossen? Ich weiß es nicht.
Ich fahre Sie nach Haus. Das mit dem Protokoll hat bis morgen noch Zeit. Wo wohnen Sie denn? An Straße 67. Allein? Ich wohne mit meiner Mutter. Es hätte doch auch Zeit gehabt bis Montag. Nein, Herr Doktor, das hätte es nicht. Also 5 Schüsse. Lunge, Milz, Herz. Steckschuss rechter Oberarm. Durchschuss linker Unterarm. Tödlich war vermutlich der Schuss ins Herz. Und er hat dann seinen Fingerkuppen rumgemacht. Rummachen lassen, saubere Arbeit eines Chirurgen. Auf was sich meine Kollegen so einlassen. Bei den Beobachtungen der Augenzeugen die alte Leier. Der Täter hat bei dem Überfall mindestens 6 verschiedene Mäntel angehabt. 3-mal war sein Hut garantiert braun, 2-mal grau und dann war er wieder fast schwarz. Der Koffer soll mittelgroß gewesen sein, aus Leder. Er war wieder aus Kunststoff. Weinrot oder dunkelgrün. Grau. Grau ist Favorit, ja. Jetzt können Sie sich aussuchen, was Sie wollen. Übrigens, dieser Molder, der Kassenleiter, der besteht nur noch aus Angst. Und niemand hat Frankart beim Schießen gesehen. Der junge Wachmann, der Mester, der kam erst nach den Schüssen angelaufen, aber er war so aufgeregt, dass er über den Koffer nichts sagen kann. Kann sein, dass da einer lag, kann aber auch sein, dass nicht. Wäre es möglich, sich draußen weiter zu unterhalten? Ich will nämlich endlich Schluss machen und meinen Befund sprechen. Samstag, 20.42 Uhr, 21. November. Also abgesehen von den 6 verschiedenen Mänteln ist bei der Befragung nicht weiter rausgekommen, was wir schon wissen. Aber Lothar, unser Obertüftler, der hat was gefunden. An dem Pass von dem Amerikaner stimmt was nicht. Naja, wer an seinen Fingerspitzen rumfummelt, der fummelt auch an seinem Pass rum. Und der Kassenleiter Molder, der hat die Hosen gestrichen voll, sagst du? Ja. Ja, so einen ersten Schock, das kann ich verstehen, aber dann beruhigt man sich doch mal wieder, ne? Jedenfalls lassen wir ihn beschatten, genau wie die anderen. Und Sie? Hä? Was machen Sie? Ich denke nach über das Geheimnis des Warenhauses. Er hat sich Zigaretten geholt. Jetzt hat er sich wieder in sein Auto gesetzt. So rumzuwarten muss langweilig sein, aber wir haben ja Radio und Funk im Auto. Nimm eine Schlaftablette und leg dich hin. Wir müssen durchhalten, wenn sie kommen. Und sie kommen bestimmt. Wer hat Sie denn durchgelassen? Niemand, alles war offen. Ich suche jemanden, es ist sehr wichtig. Eine Petra Tom. Ich weiß, dass sie jeden Dienstag und Samstag da ist. Sie müssen sie kennen, sie war schon mal Meisterin in irgendetwas. Ach ja, ein 100 Meter Rücken.
Ich hole sie Ihnen, wenn es so wichtig ist. Aber mit Ihren Schuhen dürfen Sie hier nicht rumlatschen. Da drüben, da gibt's Filzpantoffeln. Erdmann, was machen Sie denn hier? Ich muss mit Ihnen sprechen. Was gibt es denn so Wichtiges, dass Sie abends noch... Könnten wir irgendwo in Ruhe reden? Ich wüsste nicht wo. Also rennen wir da. Was wollen Sie von mir? Geld will ich. Welches Geld? Das Geld aus dem Koffer. Es hat keinen Sinn zu leugnen. Sie sind mit dem Mann von dem Überfall am Lift zusammengestoßen. Das habe ich beobachtet. Aber dem Kommissar haben Sie gesagt, Sie hätten ihn nicht gesehen. Dafür müssen Sie einen Grund haben. Haben Sie auch. Das Geld, Fräulein. Petra, wie lange dauert's noch? Ich komme gleich. Sie sind wahnsinnig. Ich habe das Geld nicht. Seinen Wagen aus der Hochgarage geholt. Könnte sein. Es sieht so aus, als wenn er jetzt rechts abbiegen würde. Das wäre die Richtung zum Kaufhaus. Ja, Ende. Wundern Sie sich nicht, dass ich hier bin? Ihre Leute waren ja nicht zu übersehen. Ach, Sie denken, meine Leute sind schlecht, ja? Sie meinen, Sie sind besser? Ja. Nein, nein, ich wollte, dass Sie meine Leute sehen. Ich wollte, dass Sie es merken. Aber von jetzt ab werden Sie niemanden mehr sehen. Und das wird Ihnen vermutlich Angst machen. Sagen Sie mal, wieso sind Sie eigentlich überhaupt hier? Ich muss rauskriegen, wie der Koffer verschwunden ist. Na ja, deswegen rekonstruieren Sie das Ganze. Ich dachte, das könnte helfen. Herr Hagen, nur sagen Sie es ihm. Sie haben gelogen. Sie waren schon da, als ich gekommen bin, als ich zu dem Toten kam. Der Koffer war weg. Danke, Herr Hagen. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich habe sowieso gleich wieder Dienst. Was für eine Farbe hat denn der Koffer gehabt? Grau. Ein ziemlich dunkles Grau. Ach, das konnten Sie sich also doch merken. Sie mögen. Entschuldigen Sie, darum geht's nicht. Sie glauben mir nicht. Sie glauben mir nichts mehr.
Das bringt mein Beruf so mit sich, dass ich manchmal den Leuten nichts glaube. Aber manchmal glaube ich auch. Wenn ich wüsste, wo das Geld ist, würden Sie mir dann glauben? Was glauben? Dass es Notwehr gewesen ist. Was soll das, Frau Erdmann? Ich hole die Polizei. Ja, machen Sie das. Sie verfolgen mich. Ich habe nie im Leben Glück gehabt. Diesmal will ich Glück haben. Wo ist das Geld? Warum haben Sie der Polizei gesagt, Sie hätten den Mann nicht gesehen? Sie haben ihn doch gesehen. Sogar ganz nah haben Sie ihn gesehen. Am Lift, als Sie mit ihm zusammengestoßen sind. Das ist Frau Erdmann. Guten Tag. Wir haben Sie noch nie hier in der Gemeinde gesehen. Ich gehe nicht in die Kirche. Damit habe ich im Krieg aufgehört, als mein Mann gefallen ist. Das tut uns sehr leid. Frau Erdmann und ich, wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten zusammen? Das kann man gerade nicht sagen. Darf ich mal wissen, um was es hier eigentlich geht? Petra. Ihre Tochter brauchen Sie gar nicht erst zu fragen. Sie lügt. Statt in die Kirche zu rennen, sollten Sie sie lieber zur Wahrheit erziehen. Aber ich krieg sie schon. Ich krieg sie. Was soll das? Ach, sie spinnt. Die Alte spinnt. Sie glaubt, ich hätte den Mann, der bei uns die Kasse ausgeraubt hat, vor dem Überfall gesehen. Und sie glaubt, ich hätte das der Polizei verschwiegen. Sie verfolgt mich. Ja und? Hast du ihn gesehen? Nein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber warum hast du uns nichts davon erzählt? Warum, warum? Weil an der Geschichte kein wahres Wort ist. Ich habe den Mann nicht gesehen. Was würden Sie glauben? Was? Das Foto hat einer von unseren Fotografen am Tatort gemacht. Na, was würden Sie glauben? Wer von den beiden ist kaltblütiger? Wer zieht seine Waffe schneller? Wer schießt schneller? Na? Wer? Der oder der? Der. Na, sehen Sie. Wollen Sie nicht ein Geständnis ablegen? Ich weiß nicht, was ich gestehen soll. Dass ich den Mann erschossen habe, ist schlimm genug. Wo das Geld geblieben ist, weiß ich nicht. Ich schwöre es Ihnen. Was glauben Sie, wie viele auf dem Stuhl schon geschworen haben? Ich schwöre es Ihnen beim Leben meiner Mutter. Warum haben Sie sich eigentlich nicht bei der Polizei beworben, wenn Sie unbedingt Detektiv werden wollten? Oder haben Sie sich beworben? Nein. Sehen Sie? Sie lügen schon wieder. Sie haben sich beworben. Wir wissen es von einem Ihrer Kollegen. Nicht hier, sondern in Hamburg. Das haben uns die Hamburger bestätigt. Aber Sie haben Ihre Bewerbung sehr schnell zurückgezogen. Warum denn das?
Schauen Sie mich doch bitte mal an. Und Ihnen soll ich was glauben. Und was weiter? Was machen Sie jetzt mit mir? Was weiter? Gar nichts. Sie können gehen. Das Protokoll unterschreiben Sie morgen. Sie können nach Hause gehen. Starrst du mich so an? Ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Da waren Anrufe. Immer wieder. Eine Frau, sie wollte ihren Namen nicht sagen. Sie aus dem Telefonbuch. Und weil ich Sie nicht erreicht habe, komme ich vorbei. Ja, bitte? Bestimmt kennen Sie mich. Vom Sehen jedenfalls. Ich arbeite auch im Kaufhaus. Ich muss Sie sprechen. Würdest du uns bitte allein lassen? Bitte? Können wir nicht reingehen? Können wir nicht. Um was geht's? Sie sollten freundlicher zu mir sein. Es geht um eine Belohnung. Deswegen komme ich zu Ihnen direkt. Sie werden das wissen, denke ich. Was für eine Belohnung? Das Kaufhaus zahlt doch sicher eine Belohnung, wenn es das Geld wiederbekommt. Den Koffer mit über einer Million. Oder nicht? Bitte geh. Geh! Schreit man nicht so an, Herr Gard. Sie wissen, wo das Geld ist. Wie hoch ist die Belohnung? 15%. Ich hab's gewusst, dass heute ein Glückstag ist. Ein Glückstag? 15% von mehr als einer Million. Wo ist das Geld? Wo? Petra Tom, die müssen Sie fragen. Die hübsche Junge aus der Buchhaltung. Aber der Hinweis kommt von mir. Das möchte ich schriftlich von Ihnen. Entschuldigen Sie, Herr Molder, ich muss mal telefonieren. Aber jetzt habe ich Zeit für Sie. So. Ja, Herr Molder, es ist Sonntag und wir sitzen da. Aber Sie werden ja wahrscheinlich einen Grund haben, dass Sie hier sitzen. Hat's was mit dem Überfall zu tun? Ja. Nein. Wissen Sie noch, was ich Ihnen zuletzt gesagt habe? Der Überfall wäre Ihnen so leicht gegangen. Ja, das habe ich auch gesagt. Vorher. Aber zuletzt habe ich gesagt, ich will eine Revision der Buchhaltung. Am Montagmorgen gleich. Und das ist Ihnen in die Knochen gefallen, nicht? Ja. Sie haben ein Pech gehabt. Sie sind das Nebenprodukt der Aufklärung eines Überfalls, Herr Molder. Nur sagen Sie es mir schon, Sie haben unterschlagen, nicht? Ja. Das Haus. Meine junge Frau. Ach, du Liebe. Die stellt Ansprüche. Ne? Wer geht denn das noch? Ich meine, wie lange geht das schon mit den Unterschlagungen? Seit 3 Jahren. Wie viel?
Etwa 200.000. Nicht schlecht, Herr Specht. Ach, Herr Mulder. Jetzt muss ich einen Kollegen anrufen. Ich bin nicht zuständig für Unterschlagungen. Es wird am Sonntag gar nicht so leicht sein, den zu finden. Ganz schön traurig. Was unser großer elektronischer Bruder über die Fingerkuppen von dem George Wandrei erzählt. Gar nichts. Wieso gar nichts? Wenn unser großer Computer kaputt ist. Seit heute Morgen sind vier feinnervige Herren dabei, ihn zu reparieren. Also habe ich mich ein bisschen mit der Biografie unseres jungen Detektivs beschäftigt. Auch Sie essen und ich rede, ja? Ich esse ja nicht mit den Ohren. Aber bitte, ich kann dir zuliebe auch darauf verzichten. Ich hab sowieso keine Hunger. Also, erzähle. Also, alles, was wir über diesen Wandri wissen, ist an Interpol weitergegangen. Pass, Foto des Toten, die operierten Fingerabdrücke, Beschreibung seiner Kleidung von der Schuhgröße bis zur Kragenweite, alles. Und was diesen jungen Mann betrifft, da, wo er mit seiner Mutter wohnt, da wohnen sie erst seit einem Jahr. Sie verdient sich was mit Zimmervermietung. Eine Zeit lang hat sie noch in einer Bar gearbeitet und jetzt in einer Boutique. Halbtags. Als Frank Gard 5 Jahre alt war, ist sein Vater gestorben. Seine Mutter hat nicht wieder geheiratet. Aber einen Freund hat sie gehabt. Und mit dem, da muss irgendwas nicht gestimmt haben. Wir sind gerade dabei, seinen Namen rauszukriegen. Ja, die Oberschule hat der Junge abgebrochen, aber ansonsten verlief eigentlich alles normal. Einzelgänger. Verschiedene Jobs hat er gehabt. Überall wird er gelobt, fleißig, tüchtig, zuverlässig. Und dann hat er diesen Detektivkurs gemacht. Keine Freundin. Auch keine Freunde. Und der Mann, mit dem seine Mutter da zusammengelebt. Hören Sie mir überhaupt zu? Hol mal die Frau. Welche Frau? Die Mutter von dem Gard. Ja, und wohin soll ich die dann bringen? Ins Gerichtsmedizinische. Umarmen Sie mich. Du sollst mich umarmen. Alles hängt davon ab, dass ich das Geld zurückbringe. Bitte frag sie noch mal. Ich soll Sie noch mal fragen. Ich weiß es nicht. Ich würde Ihnen sagen, wo mein Sohn hin ist, aber ich weiß es nicht. Haben Sie es gehört? Ja, ich habe es gehört. Das verstärkt mir eben die Fahndung. Noch mehr Fahndung, als wir jetzt schon haben, gibt's gar nicht. Außerdem ist Sonntag. Das heißt, dass sonntags nicht läuft? Nein, es ist nur schwieriger. Wer hat den Gart eigentlich verloren? Das ist doch nicht so wichtig. Ich trinke es ja sowieso raus. Also schön Bartels und Meier 2. Er muss ganz hinten im Hof über die Mauer sein. Seitdem ist er also verschwunden. Wohin wohl? Keine Ahnung. Übrigens hat eine Frau angerufen. Glaubst du, was die behauptet? Nein, aber ich werde es noch erfahren. Ja, das wirst du. Bis gleich, Ende. Tut mir leid, Frau.
Ja, es hat so lange gedauert. Sie waren den ganzen Vormittag mit meinem Sohn zusammen? Ja. Und haben Sie was rausbekommen? Nein. Also, dann gehe ich jetzt. Nicht so schnell. Frau Gard, einen Moment. Wir müssen sowieso noch auf den Doktor warten, ja? Nehmen Sie doch inzwischen einen Augenblick Platz, ja? Komm mal mit. An das Naheliegende denkt man doch immer zuletzt, nicht? Ist doch komisch. Und das wäre? Nur so eine Idee. Wenn jemand nach Tokio fliegt oder nach New York, gibt es da nicht so ein elektronisches Ding, was das speichert? Die EDV-Anlage im Flughafen zum Beispiel. Ja. Ah ja, die EDV-Anlage. Würdest du was ausmachen, wenn du dieses EDV-Ding mal abfragen ließest, ob ein gewisser George Vandrey für gestern Nachmittag oder Abend was gebucht hat? Oder vielleicht erst für heute Vormittag? Nein, das würde mir nichts ausmachen. Wenn du schon mal dabei bist, würdest du das auch abfragen lassen, einen gewissen Frank Gard betreffen? Frank Gard? Das ist nur so eine Idee. Der Befund. Ich habe heute am hellen Sonntagmorgen meine Sekretärin aufgeregt. Guten Tag, Doktor. Dann hau ich jetzt ab. Ja, tu das. Wiedersehen. Das ist feiner, Doktor. Das bringt uns vielleicht weiter. Hoffentlich erwarten Sie nicht von mir, dass ich die Schüsse der Reihenfolge nach nummeriert habe. Aber in einem Fall könnte es vom Schusskanal her sein, dass das Geschoss den Körper getroffen hat, als der Täter schon am Boden gelegen hat. Darf ich vorstellen, Frau Gard, Herr Dr. Wegener? Ich bedauere die Umstände, unter denen wir uns kennenlernen gehen vor. Was wollen Sie von mir? Liebe Frau Gard, Sie müssten jemanden identifizieren. Oder auch nicht. Das ist ein Versuch, den ich Ihnen leider nicht ersparen kann. Würden Sie bitte mitkommen? Ich will ihn nicht sehen. Ich bitte Sie darum. Sie müssen hinschauen. Er heißt Peter Bernett. Er ist mehrfach vorbestraft. Aber das haben Sie vermutlich schon festgestellt. Ich bin mit ihm befreundet gewesen. Er ist ein Gangster, ein Verbrecher, nie etwas anderes gewesen. Aber das habe ich erst herausbekommen, als es zu spät war. Mein Sohn hat ihn immer gehasst. Zuerst aus Eifersucht, später, weil er herausbekommen hat, was Peter in Wirklichkeit war. Deswegen hat der Junge auch seine Bewerbung bei der Polizei zurückgezogen. Er hatte Angst, dass sie es herausbekommen würden. Hätten sie ja auch. Ein Verbrecher mit seiner Mutter in derselben Wohnung. Vor 4 Jahren wurde Peter aus dem Zuchthaus entlassen. Dann war er eines Tages verschwunden. Irgendwann kam mal eine Karte aus Amerika. Und jetzt. Vor 14 Tagen steht er plötzlich wieder vor unserer Türe. Und alles ging von vorne los. Er fing an, meinen Sohn zu erpressen mit mir. Und dann hatte er die Idee mit dem Überfall. Er meinte, Frank sei doch Detektiv in diesem Warenhaus. Und jetzt vor Weihnachten seien die Einnahmen besonders hoch. Wenn er ihm die richtigen Tipps und die richtigen Informationen geben würde, sei das Ganze nur ein Kinderspiel. Anschließend garantiere er uns, sei er für immer verschwunden. Und wir hätten ihn vom Hals. Ja, das hat er gesagt. Aber mein Sohn hat es nicht geschafft. Nein, er hat es nicht geschafft. Er hat alle Patronen seines Revolvers in ihn reingeschossen. Bitte helfen Sie ihm, dass nicht noch mehr passiert. Helfen Sie mir. Er glaubt, wenn er
das Geld findet und bei Ihnen abliefern kann, sei alles wieder in Ordnung. Hallo Frank. Wir haben was vergessen. Das heißt, sie hat was vergessen. Dann lass euch nicht aufhalten. Ich mag den nicht. Morgen gehe ich aufs Präsidium und unterschreibe das Protokoll. Redest du nicht mehr mit mir? Ich muss meinen Rundgang machen. Ich hätte ihm das Geld auch so gegeben. Ich wollte es nicht mehr. Aber jetzt glaubt mir das sowieso nicht. Halten Sie den Mund, es gibt nichts zu reden. Es war wie im Kino. Da liegt dieser Mann. Und vorher waren die Schüsse. Niemand zu sehen. Nur der Mann liegt da. Ich denke, in dem Koffer ist das Geld. Und habe ihn genommen. Ich war wie im Nebel. Ich war nicht mehr ich selbst. Sie sollen den Mund halten. Was ist denn da los, Frank? Frank! Thank you.
Petra kommt gleich. Sie kommt nach. Nehmen Sie die Beine auseinander. Wo ist das Mädchen? Wo das Mädchen ist? Im Umkleideraum. Also. Wo ist der Umkleideraum? In der dritten Etage. Die Pistole von Gerd. Von meinem Kollegen. Martin, schau nach. Ich komme mit, ich zeig's Ihnen. Ja. Sie haben mich reinlegen wollen, selber das Geld holen und dann kassieren. Kassieren ohne mich. Da habe ich Ihnen das Handwerk gelegt. Sie haben Ihnen doch gesagt, Sie sollen nicht herkommen. Herr Köster, sind Sie's? Er hat den Wachmann angeschossen. Der ist schwer verletzt. Was hat er? Schuss durch die Schulter. Ja, Details weiß natürlich noch nicht, ne? Schickt einen Krankenwagen. Gerd, ruf einen Krankenwagen. Luitpold-Ecke, Schützenstraße. Und 20% Belohnung werden bezahlt, keine 15, nicht wahr, Herr Köster? Ich habe nicht geglaubt, Frank. Von Anfang an nicht. Das habe ich Ihnen auch gesagt. Sie sind vorläufig festgenommen wegen Verdacht des Mordes begangen an George Vandey. Oder alias Peter Bernett oder wie er sonst noch heißt. Und da kommt noch einiges dazu. Gerd, sag ihm, was er für Recht hat in seiner Situation. Das können Sie sich sparen. Danke. Sie haben den Vandey sehr gehasst. Ihre Mutter hat ihn geliebt und sie wurde immer abhängiger von ihm, aber sie liebten ihre Mutter auch und sie wollten sie nicht verlieren. Der Vandey, das war ein professioneller Verbrecher. Der hat ihnen ihre Kindheit zur Hölle gemacht. Auch dann noch, später. Als er nach Verbüßung seiner Zuchthausstrafe nach Amerika ging, kam er auf einmal wieder zurück und erpresste sie. Er wollte von ihnen Hinweise für den Überfall im Warenhaus. Da hätten sie ihn anzeigen müssen, Frank, das wäre das Richtige. Aber da hatten sie plötzlich eine tolle Idee. Etwas Einmaliges. Der Mann muss weg, dachten sie. Wie wäre es, wenn ich ihn bei dem Überfall erschieße? Ich bin der Hausdetektiv. Die Sache wäre ganz legal. Das wäre auch alles ganz gut gelaufen, wenn das hübsche Fräulein Petra Tom nicht gewesen wäre und die Frau Erdmann, die genau im falschen Moment aus dem Klo kam. Dieser falsche Moment könnte sie lebenslänglich kosten, Frank, wie ich das sehe. Das war Notwehr. Sie haben keinen Beweis dafür, dass es keine Notwehr war. Doch, wir haben Beweise. Sie wollten nicht nur den Mord, Sie wollten auch das Geld. Zurückbringen wollte ich es, das ist die Wahrheit. Wenn Sie mich durch Ihre Festnahme nicht daran gehindert hätten. Nein. Warum hätten Sie denn dann vorhin den Wachmann angeschossen? Vielleicht wollten Sie zuerst tatsächlich nur den Mord. Aber dann wollten Sie auch das Geld. Und der Gedanke ließ Sie nicht mehr los. Jetzt fantasieren Sie doch alles bloß zusammen. Mit Fantasieren könnten wir nichts beweisen. Aber wir können's. Sag's ihm, Gerd. Sie haben für Samstag um 18.30 Uhr einen Flug nach Rio gebucht. Kostenpunkt 5.420 Mark. Das Ticket haben Sie beim Lufthansa-Schalter im Flughafen hinterlegen lassen, telefonisch bestellt am Mittwoch 12.16 Uhr. Und zwar mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass Sie erst kurz vor Abflug kommen würden und dann in bar zahlen.
weil sie ja vorher so viel Geld gar nicht gehabt hätten.